Gestern noch bei 28 Grad am Strand von Malaga und heute in der Sierra Nevada. Mit so viel Wind hat ja keiner gerechnet, glaube ich. So Leute, was ihr auf gar keinen Fall machen solltet. In der Regel alkaloidfrei. Also wir wollen unser Biwak machen auf Siete Lagunas, wo es richtig kalt ist. Alter, wir müssen verdursten. Hola amigos, wir sind jetzt hier in Treveles, ein Dorf, was ungefähr auf 1500 Meter liegt und von hier aus starten wir unsere Tour. Auf dem Berg, Mike, was ist da oben ungefähr? Naja, ich schätze mal so tagsüber 8 Grad und in der Nacht können es so bis minus 8 Grad werden. Ja, also wir werden sehen, ob Mensch und Material das alles aushält. Also wenn die Akkus hier abkacken und so, dann wird es ein kurzes Video. Nicht die Akkus, wir! Wir müssen erstmal aus dem Dorf rauskommen. Da wollen wir hin. Sierra Nevada. Wir sind noch nicht mal aus dem Dorf raus und ich bin schon völlig fertig. So Freunde, 7 Stunden permanent bergauf. Wir schaffen das. Vielleicht. Da unten sieht man noch mal Treveles. Da sind wir gestartet. Wir probieren das jetzt einfach mal so ohne Wasserfilter. Wird schon gut gehen. So, das ähnelt ein bisschen wie in Nepal hier. Absolut genial. So, das sind Berberitzen. Blüten, Fruchtfleisch und Samen in der Regel alkaloidfrei. In der Regel. Die Beeren können roh oder gekocht gegessen werden. Die Frucht ist reich an Vitamin C und hat ein sehr saures Aroma. Okay. Das teste ich. Das wollen wir jetzt wissen, ja. Berberitzen hier in den Bergen von Granada. Ich auch, dass es Berberitzen sind. So Leute, was ihr auf gar keinen Fall machen solltet. Also wenn alle unterwegs sind, dass alle die gleichen Früchte essen und keiner weiß ganz genau, was es ist und dann noch irgendwo in die Berge gehen, wo einen niemand findet. Nächstes Anlaufziel, Siete Lagunas. So, so viel dazu. Hier gibt es fließend Wasser. Alter, wir müssen verdursten. Hier ist ein krasser Unterschlupf. Hier können wir zur Not unten drinnen schlafen und Feuer machen sogar. Wir haben wilden Thymian gefunden. Das sieht man, das riecht man. Mal schön für einen Tee was mitnehmen. Man hört vielleicht auch, dass ich ein bisschen Schnupfen habe. Das ist genau das Richtige für mich gerade. Jawohl, siehst du, alles liegt auf dem Weg. Man muss es nur aufheben. No, pero bueno, ahí el bivac ese es muy potente. Sí. ¿No lo conocéis ese bivac? Und was sagt er? Ja, ich habe mich ja gerade mit einem Wanderer unterhalten. Der kam gerade von Siete Lagunas und er hat gesagt, un frío da hostia, unvorstellbare Kälte. Er hat mal das Thermometer rausgehalten, jetzt minus 9 Grad. Und, aber er hat gesagt, also thermische Sensation, also gefühlte Temperatur wohl noch viel niedriger, weil es muss richtig kalt sein, total kalt. Okay, da wollen wir hin. Also wir wollen unser Bivac machen auf Siete Lagunas, wo es richtig kalt ist. Bitte Tür geschlossen halten. Wir schließen nach dem Losgehen. Ja, alles klar. Ja, das ist ein Nationalpark und dann aber auch wegen den Tieren. Ab hier sind wir freiwillig. Bisschen windig, wa? Wir haben uns jetzt nochmal umgezogen. Jetzt kommen die ersten krassen Windböen hier auf. Und einen coolen Wanderstock habe ich mir jetzt noch besorgt. Den können wir dann zum Tarp abspannen noch nehmen. Das ist sehr gut. Hilft mir jetzt auch. Und oben gibt es dann auch keine Bäume mehr. Deswegen müssen wir das jetzt mitnehmen. Oh, gut, dass ich den Rucksack aufhabe, sonst wird es mich wegwehen. Das ist nur ein Vorgeschmack auf oben, ey. So, jetzt sind wir auf dem ersten Plateau hier angekommen. Mein lieber Schwan, ey, ich bin noch fertig jetzt. Hier steht die Schutzhütte. Die einzige wahrscheinlich. Oh, hier liegen noch Isomatten drin. Ja, hier kann man schon mal verbringen. Oh, hier ist schön geschützt. Jetzt überlegen wir noch, ob wir in der Hütte pennen oder ob wir einen Tarp aufschlagen irgendwo am Steilhang. Geile Aussicht, ne? Und mit Bäumen ist ja auch gar nichts mehr. Man denkt jederzeit, hier kommen die Orks mit ihren Wargs raus und müssen die Schwerter zücken. Wasser. Da unten liegen ein paar Kühe rum. Da hinten ist unser Refugio. Meine Frau, wie so eine alte Kräuterhexe. Ja. Ich hab Holz gefunden. Hat Holz geholt. Holz, Harz und Zapfen.
Geil. Was brauchen wir mehr? Essen. Ich hole uns noch eine Ziege, dann geht's ab. So, und die Männer bauen jetzt einen kleinen Ofen. Ja. Aus Schieferplatten. Bei den Gaspreisen kochen wir mit Holz, hä? Ja. Kommst du hier um die Ecke, da ist ein Wind. Ja, bläst den weg hier. Absoluter Wahnsinn, ey. Es ist nur ganz leicht windig. Ganz leicht. Ganz leicht! Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten ja versucht, einen Tarp aufzubauen. Kann man versuchen, wenn man dann seinen Tarp loswerden möchte. Das muss ein bisschen Luft nehmen, sonst geht das auch nicht. Ja, schön und schick. Aber schweigt. Bei dir wird immer alles. Feuerstelle hier unten drin. Sehr gut. Und hier stellen wir einen Topf drauf. So der Plan. Cheaten das ist, wenn du beim Spiel betrügst quasi. Ach, betrügen. Also ich finde den Ofen schon mal geil. Reinzugehen, hey? Ja. Geil, jawohl, Hassi. Hassi, Matze. Ja, meine so. Frau, meine Frau. Die kann Feuer machen. Ja. Alles trockenes Zeug eigentlich, ne? Ja, wenn das nicht richtig anbrennt, dann kann sich der Rogge immer noch schäden lassen wieder. Ah, das sind natürlich schöne Steine. Bisschen zu und da hab ich noch einstecken. Geil. Läuft. So, da wir nicht viel Feuerholz zur Verfügung haben wegen Baumgrenze, hier oben ist dann Schluss. Aber hier oben gibt es jede Menge Kuhscheiße, Kaka de Vaca. Und damit werden wir heute noch heizen. Feuerholz. Kuhscheiße brennt extrem gut, ey. Das haben wir jetzt rausgefunden. Thymian-Tee. So, wir gehen jetzt nochmal Brennmaterial sammeln in Form von Kuhscheiße. Und die Kühe, die machen sich ja gerade auf dem Weg vor zu unserem Häuschen. Ich hoffe, dass Christine die abwehren kann. feine Fladen. Ja, so sieht das aus. Krass. Total trocken, das ist im Prinzip nur getrocknetes Gras. Brennt wie Kohle. Also wir haben das jetzt so gelöst, weil in der Nacht mal irgendjemand aufstehen muss vielleicht, dass wir im U schlafen. Hier der Mike, hinten die Christine und ich hier rüber. So, jetzt wird erstmal eine schöne heiße Suppe gekocht. Wir haben Hunger und brauchen was Warmes jetzt. Die Sonne ist weg und es wird frisch. So, hier oben hat sich jetzt auch schon zugezogen, also das dürfte spannend werden morgen. Ich hoffe, es regnet nicht. Herrlich. Gute Nacht, Leute. Ich schaue mich jetzt hin. Mir tut alles weh. Oh, ich ziehe jetzt lange Unterwäsche an und dann geht's hier rein. So, am Morgen danach liegt da oben Schnee. Das war ein ziemlich krasser Sturm, hat ordentlich durch die Ritzen gefaucht. Alter, das war eine Geräuschkulisse. Das war wirklich laut. Also ich dachte, die Hütte wäre jetzt weg. Ja. So, wir gehen jetzt mit leichtem Gepäck. Wir haben unsere Rucksäcke in so einen alten, in so einer alten Ruine untergebracht. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich bin sehr flachatmig. Hätte ich nicht gedacht, ey. So, meine Frau macht jetzt die Morgentoilette. Zähne putzen. Ein Traum. Jetzt geht's auf. Schau, hier ist nur noch Geröll. Selbst die Bergziegel sind unter uns. Eisbad. Schön Schneelandschaft. Ja Leute, jetzt hat man echt einen krassen Aufstieg hier. Und jetzt geht es hier rüber. Es gibt doch keine Zeichen mehr. Wir gehen hier rüber, das sieht man kaum, aber es ist ein kleiner Trampelpfad. Und dann geht es hier wirklich steil Richtung steil hoch. Und da sind überall Bergziegen schon wieder. Wir sind auf dem Plateau, Hasi. Gott sei Dank. Übel, oder? Oh, schon Eisbretter hier. Krass, Alter. Weißt du, wie das hier gestürmt hat gestern? Ja, also gut, dass wir hier nicht mit dem Tarp irgendwas versucht haben. Anständig, hä? Krass, ey.
Okay, das wäre unser Basislager letzte Nacht gewesen. Das wäre ungemütlich geworden, auf jeden Fall. Ja, guck mal. Da ist wieder einer verendet. Das war eine Geier wieder am Berg. Ja, das war der hier geschlafen hat. Ist ja alles eingefroren hier drin. Krasse Nummer. Ein schöner Biwak hier. Ja, ja. So, jetzt geht's Richtung Gipfel. Wir lassen jetzt alles Überflüssige hier, also auch noch das Proviant. Kamera darf mit. Und jetzt geht's hier über diesen Kamm hoch auf den Mojasem. Also wir schleppen uns hier in der dünnen Luft schon ganz schön, muss ich sagen. Das wird anstrengend. Ja, also es ist schon anstrengend, wenn ich mich bücken muss. Ich schon keine Luft mehr. Okay, na dann Abi. Wir sind fast auf dem Bergkamm. Alter. Geile Kulisse. Wahnsinn, absolut Wahnsinn. Wie geht's dir? Ja Leute, da oben ist der Mulasen, der Mike sportet jetzt hoch, ich breche ab. Christine liegt noch weiter unten in der Sonne. Das ist uns echt zu fett. Ich denke, jetzt bin ich jetzt auf 3400 Meter. Und immer jetzt noch irgendwelchen Mist bauen hier, gehen wir wieder runter. Wir sind mal gespannt, was die Wolken jetzt hier machen. Das ist am Berg ja auch immer spannend zu beobachten. Das zieht jetzt aber schon ganz schön hierher, oder? Es gibt so Sachen, mit denen rechnet man auf 3500 Metern irgendwie nicht. Haben die bösen Touristen kein Essen für dich, hm? Das ist mega steil alles, ey. Krass, also runter ist schwer und hoch ist schwer. Verrückt, ey, da unten kommt ein einsamer Wanderer. Und da hinten, kann man sehen, liegt unser Rucksack, unser blauer. So Leute, wir sind wieder gelandet an der Hütte, wo wir schon mal geschlafen haben. Mike hat uns super geführt, es war eine geile Tour, es gab Ausblicke, die kriegst du sonst nie. Also kommt unbedingt mal her, wenn ihr Bock drauf habt, genau, auf Sierra Nevada. Also hier unser super Guide, der Mike. Dankeschön, Dankeschön. Sie haben sich sehr tapfer geschlagen. Sie sind bis hochgelaufen auf Siete Lagunas auf knapp 3000 Meter, also wirklich mehr als wir erwartet hätten. Hey Leute, wir nehmen euch heute mit auf den einstmal gefährlichsten Weg Europas, Camino del Rey. Hasta luego. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.